Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Fallout 4 auf der PS4. Hoho, das klingt doch wunderbar. Und ja, wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Ein neues Spiel starten, jawohl, bestätigen. Vielleicht sieht es auf dem PC ein bisschen schöner aus, aber nicht auf meiner Rappelkiste. Da läuft es wahrscheinlich gar nicht. Ja, es lädt. Es lädt ziemlich lange. Mal schauen, das wird jetzt kein Let's Play, wo ich komplett machen werde. Also ich werde hier nicht das komplette Spiel durchspielen. Das ist mir dann doch ein wenig zu umfangreich. Wir schauen es uns nur mal an. Das heißt so 5-6 Parts oder so, um mal ein bisschen reinzufinden. Und dann wird sich zeigen, was dann noch weiter passiert. Was ist jetzt? Komm schon. Es kommt gleich, ich muss das Spiel installieren. Nein, es geht los. Presence. Jetzt geht's los. Das ist mein erstes Fallout, das ich spiele. Bisher habe ich immer nur Let's Plays dazu angeguckt. Jetzt spiele ich das erste Mal selber. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ach, okay. Gesicht, jetzt soll ich mich hier irgendwie anpassen. Geschlecht. Körper. Ah, Gesicht. Um Gottes Willen, markiere ein Gesichtsteil, um mit L die Form zu verändern. Okay, jetzt kann ich hier wahrscheinlich alles Mögliche mit ändern. Gucken wir mal. Stil, Farbe. Warmes Schwarz, tiefbraun. Um Gottes Willen. Jetzt muss ich erstmal Style machen, weil bevor ich die Farbe hier ändere. Was haben wir denn hier alles? Gottes Willen. Rebell. Vollzeitjob. Adret, Professor, Special Forces. Oh je, hier gibt es jetzt wahrscheinlich eine Million Sachen, wo man hier machen kann. Bootcamp, yeah. Ich fand das Vollzeitjob eigentlich ganz cool. Komm, wir lassen das so toll gestylt. Hast du dir die Haare gefärbt? Da.
Da guckst mal. Was haben wir denn? Silber? Nee. Schwarz, 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 schwarz. Gebleicht. Oh Gott, Hilfe, wie sieht das denn aus? Was haben wir denn noch? Braun haben wir noch. Braun, hellbraun, dunkelblond. Blond. Nee, blond sieht irgendwie doof aus. Fuchsig. Rotbraun. Ganz rot. Kastanienbraun. Was ist denn mit so einem Kastanienbraun? Wobei, schwarz sieht da doch am besten aus, oder? Kühles Braun. Sieht das denn aus? Irgendwie so komische Streifen drin. Egal. Die neue Frisur steht mir wirklich gut. Tja, das siehst du mal. So, dann hätte ich gerne noch einen Bart. Cooler Typ. Achso. Mann von Welt. Schicker Schurke. Oje. Straßenschläger, jetzt machen wir erstmal. Ah, so sieht's doch gleich. So sieht man ein bisschen mehr. Freerider. Boah, so ein Freerider ist doch was Feines. Naja, komm. Ich mag die Stoppeln. Die unterstreichen dein Kinn. Dann immer noch ein paar andere Augen und ich denke, dann lassen wir es auch, weil mir ist es einfach immer. Ich hasse solche Sachen. Form. Was? Augen? Umfang? Was soll ich jetzt machen? Hä? Hä? Hallo? Achso. Oh nee, das ist doof. Hä? Nochmal. Typ? Ausgeruht? Ja, nicht schlecht. Müde. Vorspringend. Oje, oje, oje. Deine Augen. Das sind meine absoluten Favoriten. Tja, da guckst mal. Farbe. Hellbraun. Aber wir nehmen jetzt irgendwas Cooles, Leuchtendes, oder? Hellblau. Grün? Naja, so richtig sieht man das ja nicht. Also, ob das jetzt braun ist oder grün, erkennt man sowieso nicht. Hellgrau. Boah, ist das fies. Tja, hellgrau, ja. Oh, schöner Mann. Tja, wenn du das jetzt noch ein paar Mal sagst, dann glaube ich das sogar. Was habe ich noch? Hals, was will ich denn am Hals ändern? Was habe ich denn für einen Typ Hals? Faltig. So attraktiv wie am ersten Tag. Fettig, bäh. Muskulös. Uah, i. Ah nee, komm, das passt schon. Was kann man noch? Eine Kinnbacke oben. Oh Gott, was kann man da noch alles ändern? Wangenknochen. Vielleicht vom Typ her Wangenknochen zerfüllen. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Cool. Mann, das macht doch fast nichts aus, ey. Na komm, wir lassen es jetzt einfach so. Dann zurück. Achso, Körper, das war jetzt nur extra. Was sind Extras? Schaden. Narbe links. Verbrennung Mitte. Boah, fies, da habe ich so fette Narbe. Eine Narbe Stirn ist irgendwie doof. Was? Narbe links lang? Ach da. Verbrennung rechts. Rechts sollte man dann auch schauen. Naja, irgendwie Verbrennung sieht doof aus. Narbe ist auch irgendwie, Ich will jetzt keine Narbe. Die kriegen wir noch früh genug. Geschlecht, lassen wir. Körper. Ach je, meine, oh je, meine. Muskulös. Boah, wir können uns aufpushen. Hui. Dünn. Wir machen das jetzt mal ein bisschen so, oder? Ich würde, das ist jetzt nicht übertrieben. Wir müssen jetzt nicht so ein Tier sein. Annehmen. Und dann würde ich sagen, erledigt. Sexy Mann ist erledigt. Charakter bestätigen. Jawohl. Automatisch speichern. Das ist auch gut. Ich habe gar gedacht, die Frau ist einfach verschwunden. Nora. Das ist unsere Freundin, unsere Frau. Wir reden mal mit Schatz. Ihr. Warum schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon fertig ist?
Gut, wir sind jetzt hier wahrscheinlich in diesem Bunker. Das sieht nämlich alles sehr steril aus. Sollen schauen, ob das Frühstück fertig ist. Nein, wir schauen erstmal in den Putzeimer. Hä, da war doch gerade irgendwas. Ist wahrscheinlich aber die Frau, wo hier immer aufploppt. Ja, so sieht schon. Da können wir Zeitung lesen. Auf der Toilette und eine Schere. Gleich den Bart stutzen, den wir haben. Gut, wir sollen am Frühstück schauen. Gucken wir mal. Huch, doch kein Bunker. Oder ist das nur hier so Haferarsche? Irgendwie so eine Illusion hier. Radio aktivieren. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Was ist das für ein schöner Ort hier? Schöner Strand. Flagge aktivieren. Die guten alten USA. Ja, die guten alten USA. Holunder, aktivieren. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Das hat er gut erkannt. Militäruniform aktivieren. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Scheint sein Lieblingsspruch zu sein. Gut, ins Bett wollen wir eigentlich nicht. Können wir irgendwie schneller laufen? Boah, ich finde die Steuerung ist gerade noch so ein bisschen komisch. Da haben wir ein paar Konserven, aber arg viel ist hier nicht mehr übrig. Oh, wir haben ein Kind. Tatsache. Sean. Hallo. Sean. Hui, wir spielen mit Sean. Kann ich das Ding hier anschucken? Ja. Yeah. Haha. Da freut sich das Kind. Dann open the door, please. Und Blast Radius. Aha. Cooles Spiel. Nichts mehr hier großartig. Oh, können wir mit dem Dreirad fahren? Ja! Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Warum fürchte ich, dass wir dazu keine Gelegenheit mehr haben? Bauklötze? Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Ja. Ich würde sagen, er kann Klötze aneinander rein. Da sind noch mehr Bilder von dem Strand. Jetzt sind wir im Waschraum. Können wir den Doktor aktivieren? Das soll Cotsworth erledigen. Wer? Ich habe gedacht, Nora soll's aktivieren. Nora soll's machen, aber anscheinend haben wir auch noch einen hauseigenen Butler. Ein Arbeitstier, irgendwie so ein ausgebeuteter Mexikaner oder so. Hallo, eine Glühbirne? Eine einzelne? Gut, weg hier. Ah, lass mich raus. Ah, guten Morgen, Sir. Ihren Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Wo? Ah, die haben ja alle so komische Roboter. Das hat man ja schon in der Vorschau gesehen. Coole Sache. Der Cotsworth. Zeitung ist da. Gucken wir doch mal. Immer nur das gleiche Zeug. Okay. Hilfe, der verfolgt mich. Oder macht er jetzt Frühstück? Ja, wäscht ab. Ich wollte eigentlich Frühstück machen. Wie geht das jetzt hier? Keine Ahnung. Huch. Hä? Irgendwie schiebt er mich gerade durch die Gegend. Nach einem Stinker. Ich sehe mal hier, Brot. Also, Frühstück. Kann dir aber nichts machen. Am Anfang meine Zweifel, Becher? Aber trinken? Kommt wirklich super mit Sean zurecht. Ach, Becken, nicht Becher. Trinken. Ah, das ist trinken. Gut. Also, ich sollte nach dem Frühstück schauen. Hier ist Frühstück. Aktivieren. Aktiviere die Milch. Oh, die Milch wurde geliefert. Tja, ist doch gut. Was haben die für einen Verschluss? Geiler Korkenverschluss hier. Die Milch wurde geliefert. Jetzt, was machen wir mit der Milch? Wir schütten die Milch jetzt in die Schale, bitte. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Die Tür, ich habe die gar nicht gehört. Achso. Da hinten ist die. Lass mich durch. Wo ist Cotsworth? Geil, das sieht schon so fies aus. Hallo. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Servus. Hallo? Vault-Tec! Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker.
kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ja, hier bin ich jetzt gerade nicht froh, dass Sie hier sind. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Verschwinden? Nee. Ja, klingt doch gut. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ja, ganz toll. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ja, dann erzähl mir doch mal mehr. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Jawohl. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Lass mir doch gerne was anschwätzen hier. Registrierung. Huch. Punkte verfügbar. Ah, ich kann jetzt einen Namen eingeben. Wie heiße ich? Ich heiße, ich bin der King. Ich bin der King. Fuck. So wollte ich das nicht machen. Oh, ich liebe es, auf der PlayStation zu schreiben. Stopp. Ja, jetzt... Ja, klar. Ich bin ein absoluter Held in solchen Sachen. So, ich bin King... Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat, ob man da was Gescheites eingeben sollte oder ob das einfach nur halt Scheißdreck ist, was man jetzt hier macht. So, ich bin hier der Meister. Dann darf ich jetzt 21 Punkte hauen hier oder vergeben. So, Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, das hat man schon alles in dieser, ja, während es da mal hochgefahren ist oder sich installiert hat, hat man das mal anschauen können, was das alles ist. Charisma, Intelligenz, deine geistigen Fähigkeiten, da wird bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Oh, das ist natürlich cool. Beweglichkeit, repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick, da wird bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Glück, zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Okay, das ist immer so ein, bringt mir das was, wenn ich das so richtig auflevel? Also jetzt machen wir erstmal ein paar Punkte bei Stärke. Machen wir mal 5. Ausdauer ist auch immer gut. Machen wir auch mal... so viele Punkte habe ich ja gar nicht. Muss ein bisschen aufpassen. Machen wir mal 4. Wahrnehmung ist die Bewusstsein für deine Umgebung und deinen sechsten Sinn. Bestimmt die Waffenpräzision im FATS. Ich finde jetzt Intelligenz noch cool. Das pushen wir jetzt ordentlich. Charisma machen wir mal hoch, wobei ich jetzt Charisma jetzt nicht so wichtig finde am Anfang. Wahrnehmung pushen wir jetzt nochmal. So, und jetzt haben wir noch einen Punkt und das machen wir jetzt einfach noch bei Stärke so. Stärke sind deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfgriffe verursachen. Für deine Umgebung, das hatten wir ja schon. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise zum Handeln. Ich weiß nicht, ob man jetzt besser nur auf sich auf irgendwas spezialisiert oder ob man das jetzt hier halt gleichmäßig ein bisschen hochsetzen sollte. Ja, irgendwann muss ich mich auf irgendwas spezialisieren, weil wenn ich mich da immer nur, ja, alles gleich halt, dann werde ich wahrscheinlich nie wirklich weit kommen. Das hat nur Intelligenz und Beweglichkeit und Glück. Ich würde sagen, jetzt lassen wir es einfach mal so annehmen. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Ciao. Dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch.
Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ich guck zum Schrank und sie guckt zum Fernseher. Oder was auch immer, was da hinten steht. Ist gut, wie wir miteinander kommunizieren. So geht das übrigens in einer guten Ehe. Ja. Er ist wieder da. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sie so gut beherrschen. Oh nein, mein Kind schreit. Los. Aber zuerst gucken wir uns unser Jura-Diplom an. Ich bin so stolz auf sie. Ui. Sie hat hier ein Studium gemacht und ist jetzt irgendwie so Ärztin am Bundesgerichtshof, oder was? Hey, Schatz. Ärztin vor allen Dingen. Geh ruhig schon. Jawohl, sie ist Ärztin am Bundesgerichtshof. Ach, egal. Auf dem Kinn. Kann ich jetzt noch irgendwie die Milch mitnehmen? Haben wir irgendwo abgekochte Babynahrung? Da, Fläschchen. Ach, schieb mich doch nicht weg, hey. Darf, Sean braucht ihre Ein Vater für seine. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Ja, nimm's doch mit. Na, geht nicht. Das ist voll der fiese Roboter, der schiebt mir einfach immer weg. Also, Sean. Was ist los? Spiel mal nochmal mit ihm. Du bist den wichtigsten Männern in meinem Leben. Dreh das Mobil ein bisschen. Das mag er. Ja? Kann ich die Rassel hier nehmen? Oder geht es jetzt nicht, während das hier aktiviert ist? Klein. Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Oh mein Gott, es ist... Er hat die Tür zugemacht. Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche, wir... Oh, es geht los. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Wir haben... Es kommen bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott! Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault! Sofort! Sean, gehen wir! Speichern. So. Jetzt kann ich auch laufen. Ey. Ich würde sagen, zum Vault gehen wir aber erst im nächsten Part. Also, bis dahin. Ade. Ciao.